Herzlich willkommen zu einem kleinen News-Video, beziehungsweise zu einem kleinen News- und Minecraft-Video. Hier regnet es vor sich hin, nicht gerade das beste Wetter, wäre eigentlich ein Wetter, um zu Hause zu bleiben. Und ich weiß auch gar nicht, was ich vorhab. Und mein Zuhause sieht ja auch ziemlich strange aus. Ist jetzt nicht gerade eine architektonische Meisterleistung, wie ihr seht. Hey, immerhin habe ich einen Pool. Und wenn es nicht regnen würde, dann könnte ich mich da so ganz gemütlich hinsetzen. Na, ich gehe besser wieder rein. Da ist es... ist nicht ganz so laut. Schauen wir mal ein bisschen aus dem Fenster. Ja, was ich sagen wollte. Ich war zwar relativ fleißig, in den letzten paar Tagen zwar nicht, aber ich habe einiges voraufgenommen. Und das hat einen guten Grund. Und zwar bin ich ab dem 10., also im Prinzip ab morgen, wenn ihr das Video seht, bin ich für ein paar Monate im Krankenhaus. Zwar, so wie es aussieht, immer nur montags bis freitags und dann habe ich am Wochenende frei, aber ich weiß dann eben nicht, wie viel Zeit ich haben werde und Lust, muss ich auch dazu sagen, dann was aufzunehmen. Und ja, deswegen, einige Serien habe ich schon bis so 20. April vorab aufgenommen und bei anderen Sachen schaue ich ganz einfach mal, ja, wie sich's wie sich's ausgeht, schlicht und ergreifend. Kann ich ehrlich gesagt noch nicht so genau sagen. Ich wollte nur, euch informieren drüber. Es gibt ja jetzt nicht so viele Leute, die das schauen. Aber die paar Leute, die zusehen, die werden sich vielleicht über das Update freuen. So, was könnte ich denn hier nochmal machen? Ah ja, also was weitergeführt wird, ist Shadowrun geht derweil bis, ich glaube, Folge 30, wenn mich nicht alles täuscht. Blackguard geht auch noch ein paar Tage weiter, ebenso wie Civilization. Dann Galaxy on Fire geht bis zum Ende, danach noch ein Spiel für 7 Parts, dann ist es ebenfalls durch. Und dann habe ich noch so ein paar Sachen angefangen. Und ja, je nachdem, ich glaube, eine Folge Project Zomboid ist dabei, dann noch ein anderes Spiel, das ich auch so für 3 Folgen aufgenommen habe, mal vorab. Und ich weiß nicht, ob ich, also was ich auf alle Fälle machen möchte, aber das kommt eben ganz drauf an, wie es am Wochenende so aussieht bei mir. The Wolf Among Us, die 3. Episode ist raus und die würde ich mir auch noch ganz gerne ansehen, ehrlich gesagt. Jo, und natürlich dann auch für euch aufnehmen. Scheint ja anscheinend die beste Episode eines Telltale-Spiels zu sein, laut Fachpresse. Und die will ich mir dann natürlich nicht entgehen lassen. Ja, kann ich euch sonst irgendwas Aufregendes erzählen? Ich glaube ja eher nicht. Vielleicht, was ich so geplant habe, wenn ich denn so weiter Let's Playe. Das neue Update zu FTL, nachdem die ja die iPad-Version rausgebracht haben, ist auch für einen PC verfügbar mit neuen Rassen, neuen Schiffen, oder einer neuen Rasse, einem neuen Schiffdesign und neuen Events. Und ja, klar, ich als FTL-Veteran möchte mir das ganz gerne ansehen. Und früher oder später möchte ich dann auch noch ganz gerne wieder zu Kerbal Space Program zurückkommen. Aber ich möchte so viel und ich habe ja alleine mal... Gott, Civilization möchte ich ganz zu Ende machen. Europa Universalis ist ein super tolles Strategiespiel. Und alleine mal, bis man Blackguards und Shadowrun durch hat, also bei Shadowrun rechne ich mit 60 Folgen, bei Blackguards mit, naja, an die 80, 90, könnte schon passieren. Und deswegen, es gibt sowieso so viel zu tun. Auf meiner Aufnahmeliste stehen ja viele Spiele. Und dann habe ich mir noch für den Juni zumindest vorgenommen. Also im Juni kriege ich ein bisschen Geld und davon möchte ich ein klein wenig für eine Capture Card ausgeben. Das habe ich euch, glaube ich, schon erzählt, dass ich dann von Konsole aus aufnehmen möchte. Und dann, ja, dann wird es sowieso eine ganz andere Sache. Weil dann möchte ich die ganzen PS3-Spiele, die ganzen Japano-RPGs und so angehen. Ja, so sieht's aus. Bin ich dann also mal wieder weg. Und, ja, ganz ehrlich, ist ja jetzt auch nicht so der größte Verlust. Es gibt Let's Player wie Sand am Meer und auf mich kommt's da auch nicht gerade wirklich drauf an. Ja, kann man wohl nichts machen. Aber hey, es gibt Schlimmeres im Leben, würde ich sagen.
Oh Mann, dieser Regen hier, der nervt echt ungemein. Und wenn ich wüsste, wo ich da eigentlich hin muss, ich bin nämlich eigentlich auf der Suche gerade nach Schafen und da war irgendwo eine Riesenarmee von Schafen in der Nähe. Ich weiß noch nicht mehr genau wo. Weil du bist eine Kuh, das sehe ich ja soweit. Ja, da stehen wieder meine Leuchttürme in der Gegend rum, damit ich in etwa weiß, wo ich hin muss. Wobei ich jetzt immerhin ein Bett habe, das heißt, der Respawn-Punkt ist gesetzt. Also so von weiter weg sieht das Ganze schon echt seltsam aus. Ich meine, war ja auch eigentlich nur. Das ist auch noch kein fertiges Haus da drüben, sondern das war nur reines Experimentieren. Da ist ein Schaf. Au. Ja, und ich müsste mir mal so einen Schafscherer bauen bei Gelegenheit. Dankeschön, aber was soll's. Die Schafe spawnen ja nach. Naja, sieht echt strange aus. Vielleicht wird's mit einem anderen Texture Pack besser aussehen. Aber ich habe mich jetzt schon so dran gewöhnt. Und deswegen. Okay, hier gibt's Hühner und Kühe. Wo sind die Schafe? Da gibt's Wasser und einen Clipping-Fehler, da kann ich durchgucken. Oh, guck mal. Hübsch. Und hier in der ganzen Gegend liegt so viel Kohle rum, das ist sowieso der Hammer. Pilze. Ja, sonst kann ich euch gar nichts Aufregendes erzählen. Deswegen will ich das Ganze hier auch relativ kurz halten, ist ja ein News-Video. Während ich dann also hier noch ein bisschen in meiner Minecraft-Welt rumbastel, ist ja für mich wirklich nur das reine Entspannungsgame. Ja, habe ich alles gesagt, was zu sagen ist? Oh, ein Dorf. Okay. Das sehe ich mir dann bei Gelegenheit auch noch an. Und das ist dieses neue mit Redwood, das Gebiet. Na, das gefällt mir auch sehr gut. Oh, und das da sieht nach so einem Rift aus, ha? Na, da gibt es ja noch einiges zu entdecken, würde ich sagen. Okay. Gut, dann war's das für dieses Video. Ihr wisst Bescheid. Ich bin dann also die nächsten 3 Monate quasi nur bedingt vorhanden als Let's Player. Ich freue mich natürlich nach wie vor über jeden Kommentar, den ihr postet und jedes Like, das ihr mir abgebt. Aber erwartet nicht zu viel von mir. Das war's dann fürs erste Mal wieder von mir. Macht's gut. Bis bald. Euer Chris.